Oh, ich ahne Schlimmes. Was wird uns hier unten wieder für eine Scheiße erwarten? Noch ist es ruhig. Karte des Labors, Ostbereich. Nehmen wir mit. Wieder große Schießpulver. Yeah! Da lacht das Herz. Diese Stille. Kalt wie Stein. Ich habe so ein Gefühl, so ein ganz mieses Gefühl. Was ist das für ein Symbol? Kein Strom? Ach, ist mein eigener Schatten. Heieiei. Drei Brandbomben. Wenn man drei auf einen Schlag kriegt, dann nähert sich etwas Gefährliches. Hier liegen sehr viele tote Menschen. Eine Trophäe? Die ist doch mit Sicherheit nicht einfach nur eine Trophäe. Jawollo. Ein neuer Code. Gleich mal ein Foto von machen? So. Jetzt haben wir das auch gesaved. Das ist bestimmt der Code für das zweite Schloss. Es gibt ja nur zwei Schlösser, das heißt, es muss für die Unkrautvernichtungsherstellung sein. Und da ist schon wieder so ein Gerät. Was stand da? Murph. Murph und Muff. Die stehen so schön beisammen. Na? Ja, fast. Einer ist noch übrig. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Naja, gleich zweimal daneben geschossen. So eine Scheiße! Bleib stehen! Und? Ah. Nein! Jetzt aber. Mal sehen, wie es die hier zerrissen hat. Ja, da haben ein paar Schrapnelle eingeschlagen. Boah, dem hat sogar die Eingeweide rausgefetzt. Nice. Ja, so eine Granate kann durchaus effektiv sein. Gefällt mir. Da war ich schon. Okay, gehen wir mal weiter. Haben wir das Gröbste hinter uns gebracht? Vergesst es wieder. Das ist das Gröbste. Leise. Ganz leise. Und da kommen wir nicht rein. Scheiße. Das heißt, wir müssen irgendwie zu der Tür da hinten. Und dieser Lecker versperrt uns den Weg. So eine gottverdammte Scheiße. Ja, bist du deppert? Da hängt ja noch einer. Zwei von diesen Biestern blockieren die Tür. Erstmal zurück. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich habe den Granatwerfer nicht dabei. Ich will die nicht mit herkömmlicher Pistolenmunition ankratzen. Die zerfleischen mich. Aber
Ich könnte versuchen, an denen vorbeizukommen. Sie werden mich entdecken, wenn ich zu nahe dran bin. Und dann attackieren sie mich. Aber ich stecke lieber einen Hit ein und entkomme ihnen, als eine Menge Munition zu verbrauchen und vielleicht sogar noch mehr Hits einzustecken. Okay. Naja, you only live once. Geronimo! Los geht's. Erstmal so leise wie möglich. So nah ran. Ich hoffe, sie nageln mich nicht in irgendeinem Eck oder an der Wand fest, sodass ich nicht mehr wegkomme. Jetzt wird's brenzlig. Oh. Oh. Ah. Nein! Nimm das! Ja, hingefallen. Jetzt vorbei, jetzt schnell vorbei. Lauf! Oh, geschafft. Ja, ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Warnung, das war klar. Einen Hit kassiert. Ja, ich habe ein Messer eingebüßt. Das war nicht geplant. Da ist einer hinter der Tür. Bevor der mich heimlich attackiert. Wo ist er? Da ist er. Oh, nein, 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 ich häng fest. Nein! Ah, genau das wollte ich vermeiden. Ich hing am Türpfosten fest. Jetzt stirbst du. Ja. Splash. Wie der verdammte T-1000. Nur dein Kopf wächst nicht mehr zusammen. Okay. Geheilt. Und weiter geht's. Jetzt fallen die schon vom Himmel. Ja, an dem schleiche ich mich mal vorbei. Obwohl, wenn jetzt vor mir noch einer kommen sollte, dann haben sie mich in der Zange. Das Risiko will ich nicht eingehen. Na? Okay. Sieht okay aus. Wer ist das? Wer stöhnt? Ist das der da unten? Tatsächlich. Nein! Nein! Yes! Stirb doch endlich! Bist du jetzt tot? Ich hoffe mal. Gut, unser Rücken wäre frei. Da ist einer, ich wusste es. Und genau das wollte ich vermeiden. Wenn der dann die Treppe hochgewankt wäre, hätte er mir in den Rücken fallen können. Das wollte ich vermeiden. Alles richtig gemacht. Dreimal daneben geschossen, aber trotzdem richtig. Nein. Du bist nicht tot. Siehst du? Ja, ich brauche Munition, ich brauche Munition. Oh, 60. Das hat sich gelohnt. Also zwei große Schießpulverpacks miteinander kombinieren. Ergibt 60 Patronen. Nice. Very nice. So, liegen bleiben jetzt. Okay, wo sind wir denn hier? Oh. Spezialos Munitionas. Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt. Pflanzen geworden. Sie kommen zurück. Immer und immer wieder. Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Okay. Das heißt, diese Gemüsezombies. Oh, ein Signalmodulator. Ist doch bestimmt für diesen Muff und Murph-Quatsch, den wir da machen müssen.
Okay, das heißt, diese Gemüsezombies stehen wahrscheinlich immer wieder auf. Keine Ahnung. Wir werden es erleben. Wir müssen ja nochmal zurück zu. Ja, um mit der Ampulle diesen Unkrautvernichter herzustellen. Und da haben wir auf dem Weg dahin ein oder zwei niedergeschossen. Ich bin gespannt, ob die liegen bleiben oder wieder am Leben sind. Ich schätze ja Letzteres. Ah, wir sind wieder da. Okay. Wir haben jetzt mit diesem Modulator, wir haben ja diesen Muff, glaube ich, im anderen Bereich, wo wir dieses ID-Armband Stufe 2 her haben. Da gab es doch noch einen Raum, also in dem gleichen Raum gab es diesen, ja genau da, in dem Schlafraum. Überstromschutzeinrichtung, und die können wir jetzt bestimmt knacken mit dem Ding. Dahin will ich noch mal schnell zurück, weil ich wissen will, was sich darin verbirgt. Könnte nützlich sein. Sehen wir mal nach. North Area. Willkommen zurück. Lieber mal speichern. Man weiß ja nie. Häufiges Speichern hat noch niemals geschadet. Okay. Der Blutflur. Das müsste der Raum sein. Muff. Okay. Dann sehen wir uns dieses Ding mal an, untersuchen. Man kann es anklicken. Ah, okay, OSS. Muff, das brauchen wir. Okay, schon kapiert. Jetzt müssen wir irgendwie diese Frequenz finden. Ja, yes. Und jetzt? Einfach so lassen? Offensichtlich. Probieren wir es mal. Yes. Grünes Licht. Es war zu erwarten. Was zum Teufel? Bist du tot? Ein neuer Hip-Bag. Jawohl, Gürteltasche. Zu Deutsch. Verdammter Kleiner. Blendgranate verschwendet. Aber solange er geblendet ist, kann ich lesen. Wayne-Liss-Notiz. Mein Gott, Blut. Überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot. Alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz, USS. Die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde. Tja, also wenn du das da am Boden warst, dann bist du gestorben. Ein verdammter Jammer. Dumm gelaufen. Okay. Sieh
an, wer da rausgewackelt kommt. Aber für dich verschwenden wir keine Munition mehr. Ich denke nicht, dass wir hierhin noch einmal zurück müssen. Du darfst weiter torkeln. So. Okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das nicht. Okay. Na, speichern tue ich erst, wenn ich wieder im anderen Bereich bin. Ich hoffe, ich werde diese Entscheidung nicht bereuen, jetzt nicht gespeichert zu haben. Okay. Aber wir müssen ja eigentlich nur den Weg zurücklaufen. Mehr ist es nicht. Na, falsch. Und schon die Orientierung verloren. Da bin ich hergekommen. Genau, da ist dieser 4-Stufen-Schalter. Also East Area. Dahin müssen wir zurück. Und wir haben jetzt einen neuen Code erhalten. Ich denke, wir können jetzt dieses Gitter zu dieser Herstellungsanlage vom Pflanzenvernichtungsmittel öffnen und dieses Vernichtungszeugs herstellen. Hoffe ich jetzt mal. Okay, gespeichert ist es. Wir haben alles, was wir brauchen. Nee, da war der Computer noch nicht. Er ist im anderen Raum. Obwohl, nee, geht nichts. Okay, okay. Jetzt bin ich gespannt, ob diese Gemüsefuzzis wieder am Leben sind. Scheinbar. Nein. Ich muss meine Kniescheibe wegschießen. Ja, da nutzt dein Gezappel auch nichts mehr. Nein. Okay. Ich glaube, der war neu. Oder es war der von da hinten davor gewackelt kam. Nein, der ist auch wieder da. Okay, die sterben wirklich nicht. Echt jetzt? Komm schon. Yes. Ich glaube, ich könnte die locker mit den Brandgeschossen niedermähen. Aber ganz ehrlich, für so einfache Viecher will ich diese gewaltigen Granaten nicht verschwenden. Ich glaube, wir werden die noch brauchen. So, okay, wir haben jetzt diesen zweiten Code. Ich muss kurz mal mein Handy zu Rate ziehen und das Bild aufrufen. Und schon geht's los. So. Ist das der hier? Ich glaube schon. Es gibt noch einen dünnen langen. Ich glaube, der dünne lange ist es. Ja. Denke ich mal. Wir werden sehen. Dann das Ding und jetzt den dicken fetten. Yes! Richtig gesehen. Okay. Genau, das ist die Anlage. Jetzt müssen wir dahin zurück. Das heißt, diese Gemüsefuzzis wieder austricksen. Und ab ins Laboratorium. Na, wo seid ihr denn? Da ist einer. Verdammt. Genau im Weg. Ah, aber hier komme ich vorbei. Edge Badge. Ausgetrickst. Naja, nicht zu früh, Freunde. Wir müssen ja wieder zurück. Okay. Nun sind wir hier. Die Ampulle da rein. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Aha. Okay, ich schätze mal, dieser rote Kreis, der links zu sehen ist, genau dahin müssen wir kommen. Aha. Okay. Und jetzt? Hm.
passiert nichts. Andersrum. Okay, voll. Jetzt fülle ich das hier hin um, dann bleibt ein bisschen übrig. Wenn ich das Große jetzt in die Kleine fülle und das jetzt Eingefüllte mit dem ganz Kleinen kombiniere, dann dürfte ich die richtige haben. So, jetzt das noch drehen und jetzt passt's. Yes! Boom, shakalaka, ding, ding, dong. Verteilerkartusche. Lösung. Okay. Es stand ja noch definitiv etwas von Kühlen da. Aber wo zum Geier kühle ich das Ding? Muss ich es überhaupt kühlen? Verdammt. Okay, auf jeden Fall haben wir dieses Pflanzungsvernichtungsmittel schon mal erstellt.